Hallo meine Lieben, ich bin euer Thomas, aka Sparkojote. Und statt einem Tea-Time-Talk gibt's auch mal einen Drive-Time-Talk. Und ich muss an dieser Stelle wirklich sagen, ich habe reflektiert, was wir in einem kürzlichen Dividendendonnerstag in einigen Portfolien gesehen haben. Und zwar haben sich mit den letzten Monaten definitiv Portfolien gehäuft, wo die Performance massivst unter dem Markt gewesen ist. Ja? Und zwar nicht nur ein Jahr oder zwei Jahre, sondern teilweise über ein halbes Jahrzehnt oder länger, wo wirklich massiv underperformed worden ist. Also, und ich finde sehr speziell, dass gerade jetzt immer mehr solche Portfolien auftauchen. Und ich möchte hier dieses Video schon mal vorweg, das soll kein Bashing sein, das soll auch nicht irgendwie schlecht rüberkommen. Wir wollen auch nicht die Leute, die davon betroffen sind, sich schlecht fühlen lassen. Allerdings, was wir hier wollen, ist diese Situation objektiv analysieren und verstehen, warum das der Fall ist. Warum haben diese Portfolien massivst underperformed, teilweise 10, 20, 25% unterm jeweiligen Markt im entsprechenden Jahr. Das sind massive Underperformance. Und zum anderen, was das für Auswirkungen objektiv haben kann, wenn einem das passiert und wie ich selber reagieren würde, wenn mir das passiert und was ich tun würde oder was ich tun werde, um das bei mir zu vermeiden. Und ja, damit starten wir direkt in den Drive-Time-Talk. Ich weiß, vielleicht schaut jetzt hier jemand auch mit, währenddem er selber Auto fährt, und das kann und wird er auch tun. Es wird keine fancy Einblendungen geben und auch keinen anderen fancy Stuff, sondern das soll jetzt hier auch mal wirklich in dem rawen Format stattfinden, wie es auch in Vergangenheit stattgefunden hat. Und ja, wenn ich jetzt jährlich, und zwar über Jahre hinweg oder vielleicht auch ein halbes Jahrzehnt lang den Markt massiv underperforme und halt zum Beispiel statt meine im Durchschnitt 7, 8, 9% oder wenn der S&P gerade oder der Vanguard FTSE All World in dem Jahr gerade 17% macht und ich nur 2% oder sogar -2% mache, hat das signifikante Auswirkungen auf den späteren Betrag, den ich haben werde, wenn ich mein Vermögen aufbaue, weil mir dann im Zinseszins all diese Jahre, 2, 3, 4, 5 Jahre mit Underperformance, ja, die Rendite kaputt machen, respektive den Endbetrag kaputt machen. Und wir reden hier dann nicht irgendwie von ein paar tausend Franken oder sonst oder ein paar 10.000 Franken. Im Worst-Case-Szenario, wenn ich den Markt zum Beispiel mal wirklich für einen Zeitraum von 10 Jahren massiv underperforme und immer 5-10% unter dem Markt mache während 10 Jahren, besonders in den Anfangsjahren, dann kann das bedeuten, dass ich am Ende dieser Ansparphase unter Umständen mehrere hunderttausend Franken weniger auf dem Konto habe. Ich meine, wir haben ja auch diese ganzen Rechenbeispiele, was 1% mehr Gebühren innerhalb von 40 Jahren macht, und auch da sind es schon teilweise je nach Investitionsmenge mehrere Hunderttausende von Franken, die man nachher nicht hat, sondern die Institution, die eben diese Gebühren verlangt. Und das ist für mich mal wieder ein absoluter Beweis dafür, dass man zwei Optionen hat. Die erste Option ist, man investiert sein Geld einfach in ETFs, nimmt einfach die Marktrendite mit, sei das ein Vanguard FTSE All World, MSCI World, MSCI Emerging Markets Mix oder irgendwas ähnliches in dem Bereich. Nimmt man die ganze Welt mit und dann ist die Sache gegessen, kann man machen. Natürlich kann man dann auch nochmal mehr gewichten auf bestimmte Branchen mit bestimmten speziellen ETFs und Co. Auch das ist alles möglich, ja. Was aber tatsächlich eben wichtig ist zu verstehen, sobald man in Einzelaktien investiert, da muss man einfach verstehen, dass bei Einzelaktien mehr Risiko dazu kommt. Auch wenn man diversifiziert ist, ja, über verschiedene Branchen, Länder und Co., man ist halt einfach konzentrierter investiert. Der Vorteil dadurch, und das ist auch unbestreitbar, man kann, wenn man es gut macht oder vielleicht auch eine Portion Glück dabei hat, den Markt outperformen und eine zusätzliche Überrendite fahren. Und die Frage ist halt die, gehört man zu den 5% oder wie viel das auch immer sind, also dieser ganz kleine Anteil, der eben diese Überrendite macht, oder gehört man effektiv zur Mehrheit, und da sind wir wieder beim eigentlichen Thema vom Video, die eine Unterrendite dadurch erzielen, indem dass sie in Einzelaktien und Co. investiert. Und hier liegt jetzt die Kunst oder die Krux. Man muss für sich selber entscheiden, wo ist die Schmerzensgrenze, wo hört es mit der Minderrendite, also wo hört der Spaß mit der Minderrendite auf?
Also wenn ich jetzt zum Beispiel 1% unter dem Markt ständig underperforme, dann ist das ja vielleicht noch okay, weil dieses 1% sind zwar ein paar hunderttausend, aber ich lande halt dann trotzdem auf meiner Million oder zwei. Und dann ist es halt nicht so wild. Aber sobald ich vielleicht anfange, durchschnittlich 2% under zu performen oder sogar 3 oder 4% oder mehr. Ja, also wir hatten jetzt auch Portfolios, da hatten wir über die letzten 5 Jahre eine Underperformance von jeweils 10% pro Jahr oder irgend sowas. Wenn es da dann anfängt, so große Beträge an Underperformance zu machen, dann hört vielleicht irgendwann der Spaß auf. Natürlich ist bei jedem diese Schmerzensgrenze woanders. Bei mir mag die vielleicht so bei 1% sein, bei jemand anderem schon bei 0,5% und bei wiederum jemand anderem erst bei 3%. Aber ich würde jetzt mal objektiv betrachtet sagen, dass bei 10% oder auch schon nur bei 6, 7, 8, 9% bei jedem vermutlich der Spaß irgendwie aufhören wird. Ja? Da muss ich jetzt nicht irgendwie eine Umfrage starten und fragen, hey, ab wann ist Underperformance für euch ein absolutes No-Go? Und wenn dann 10% steht, glaube ich, dann würde jeder sagen, hey, wenn ich 10% Underperformance jedes Jahr gegenüber breiten Indizes mache, hätte ich jetzt einfach nur ein ETF genommen oder so. Ich glaube, da hört bei jedem der Spaß auf, ja, weil selbst bei 10.000 Franken sind 10% Underperformance halt ein Taui weniger. Und bei 100.000 sind es dann halt 10.000. Über Jahre hinweg reden wir halt dann wirklich über massive Summen, die dann nicht zustande kommen und praktisch nachher unaufholbar sind, weil die meisten dann auch an dieser Strategie perfiderweise festhalten werden, sagen, ja, jetzt, dieses Jahr hole ich alles raus. Das Problem dabei ist, dass mit jedem Jahr Underperformance diese Strategie massiv mehr rausholen muss, als man denkt. Also wenn du 10 Jahre underperformed hast mit einer bestimmten Strategie und wenn es eine höhere Underperformance ist, zum Beispiel von minus 5% oder minus 6% gegenüber dem Markt, den du halt vergleichst, kann das bedeuten, dass du mit deiner Initialstrategie nicht mehr nur das Doppelte rausholen musst, um das aufzuholen in einem Jahr, sondern vielleicht schon das Dreifache rausholen musst, damit du überhaupt mit dem Zinseszins dann noch mitfahren kannst. Und da geht man dann nachher wieder davon aus, dass du wieder auf die Marktrendite mindestens pro Jahr kommen musst. Da bringt es dann nichts, dass dann ein Jahr maximale Überperformance ist und dann wieder 5 Jahre Underperformance her, weil du dann das auch massiv wieder rausholen musst. Und das ist halt so diese Mathematik, die mich manchmal auch stutzig macht und ich manchmal auch nicht checke, rein intuitiv gesehen, sondern ich das in einem Excel, in einem Zinseszinsrechner oder sonst irgendwo eingeben muss. Ja? Das sind halt solche Punkte, da bin ich auch nicht von befreit, sondern da muss ich auch immer wieder ständig mir ans Ohr fassen und gucken, okay, wie war jetzt konkret meine Rendite in diesem Jahr, in diesem Monat? Und da entsprechend sehr kritisch betrachten und dann natürlich auch richtig berechnen. Klar, es ist natürlich schwierig, ein breit diversifiziertes Portfolio, ja, mit was vergleichst du das jetzt, ja? Ist nicht immer so leicht, das Ganze. Allerdings versuche ich zumindest, das ist vielleicht etwas ein schwieriger Vergleich oder ein falscher Vergleich, würden jetzt die ein oder anderen sagen, aber ich gucke halt so, okay, ich hätte jetzt die Wahl gehabt, ich hätte jetzt einfach in den S&P 500 investieren können, mein ganzes Geld, also in die USA 500 besten, größten US-Unternehmen, hätte da rein investieren können oder in mein Portfolio. Wenn mein Portfolio jetzt zum Beispiel 17% in Franken Rendite gemacht hat dieses Jahr und der S&P 500 zum Beispiel 18% in Dollar, dann weiß ich, okay, so schlecht war ich gar nicht, weil ich muss ja noch die Rendite in Dollar in Franken umrechnen und dann sieht die vielleicht etwas anders aus wegen den Währungen oder wegen dem Währungsrisiko oder Währungschancen letztendlich. Da hast du ja beides, Chancen und Risiken bei den Währungen. Und das ist natürlich auch ein Punkt, den man beachten muss. Und wenn ich da leicht besser bin oder in dem Rahmen unterwegs bin, dann denke ich mir, boah, geil. Und dann eher ein besserer Vergleich wäre jetzt zum Beispiel bei meinem Portfolio sowas wie ein Vanguard FTSE All World oder MSCI World Mix mit was anderem, was vergleichbar ist, dann sehe ich, okay, krass, ich war da sogar deutlich besser, weil der S&P 500 hat besser performt zum Beispiel jetzt dieses Jahr als der Vanguard FTSE All World, nicht schlecht. Und da merkt man, okay, so schlecht war jetzt dieses Jahr meine Rendite gar nicht, sondern ich war eigentlich ziemlich gut unterwegs. Natürlich hast du in meinem Investmentportfolio wieder einen breiten Schnitt. Da ist Gold mit dabei, da ist Bitcoin mit dabei, da ist Cash, also Cashbestände auch mit dabei. Irgendwie gerade aktuell 8% Cash-Position. Hast du Einzelaktien, ETF und Co. Und das sind alles solche Punkte. Dann macht es natürlich schwierig, ja, mit was vergleiche ich das jetzt, was sehr gut vergleichbar ist. Und darum bin ich auch ein großer Fan von, ich gucke nach Opportunitätskosten und meine Opportunitätskosten wären, ich hätte auch in den S&P 500 ETF mein ganzes Geld reinpacken können und dann gucken, okay, wie hätte jetzt das performt versus mein Investment. Und wenn ich dann sogar in diesem Jahr besser währungsgesplittet sozusagen investiert habe als der S&P 500, dann denke ich mir, okay, krass, dann ist ja eigentlich jetzt dieses Jahr zumindest
meine Investmentstrategie oder meine Investments overall eigentlich relativ gut abgeschnitten im Vorjahr, wie war das im Vorvorjahr? Und wenn du da irgendwo in einem Rahmen bist und dann vielleicht sogar im Schnitt 0,5% besser bist als der Markt im Durchschnitt über die letzten 8-9 Jahre, dann weißt du halt einfach, okay, geil, du hast 0,5% mehr rausgeholt pro Jahr, das hört sich nicht nach viel an, aber overall, falls du das die nächsten 30, 40 Jahre schaffst, sind das halt ein paar hunderttausend Euro mehr, nur weil du 0,5% mehr im Durchschnitt pro Jahr gemacht hast. Und wenn man jetzt hier nicht glaubt, kann gerne den Zinseszinsrechner anhauen und dann sehen, ey, das stimmt absolut, was hier der Thomas sagt, nur ist es eben manchmal nicht so trivial zu verstehen. Und jetzt mache ich noch ein ganz kleines Fass am Ende auf. Und zwar geht es mir um all die Leute, die sagen, ja, weißt du, es lohnt sich gar nicht zu investieren bei 3% Dividendenrendite und dann die Inflation frisst das schon weg, da bleibt dir nichts mehr übrig. Ach, das ist für mich einfach, also ich sage so, wie es ist, solche Aussagen kommen generell von Leuten, da nehme ich wirklich kein Blatt vorm Mund, das kommt von Leuten, die halt einfach echt keine Ahnung haben von Tuten und Blasen, ja. Also die haben noch nie selber wahrscheinlich Investments gemacht, verstehen auch nicht, dass es nicht nur Dividenden gibt, sondern auch Kursgewinne, verstehen dann vielleicht auch steuerliche Aspekte nicht. Also du hast in der Schweiz zum Beispiel Kursgewinne sind als Beispiel steuerfrei, dann Dividende sind der Einkommensteuer letztendlich untergeordnet, ohne Sozialabgaben so gesehen tatsächlich. Also du zahlst ja auf Dividenden keine Sozialabgaben. Das heißt, sind Kapitaleinkünfte und Kapitalgewinne in Form von Kursgewinnen eben sind so gesehen steuerfrei als Privatperson, solange man nicht als gewerblicher Händler eingestuft wird. Also das sind alles solche Punkte, wo ich mich manchmal frage, also wenn es wirklich so keinen Sinn macht, in Aktien und Co. zu investieren, weil es ja, die Dividende wird eh gefressen von Inflation und so weiter Gedöns, dann frage ich mich halt, warum diese ganzen Multimillionäre und Milliardäre in Aktien investieren oder in Immobilien. Also das ist schon wild. Also das ist schon fast schizophren, dass die Leute, die eigentlich Vermögen aufbauen könnten und sollten oder es vielleicht auch am ehesten nötig haben overall, eigentlich sich selber ausboten mit der Logik, dass es sich nicht lohnt, währenddessen die schon super vermögend sind, noch reicher und vermögender werden, eben genau durch dieselben Aktien, aber im gleichen Satz gesagt wird, ja, aber das lohnt sich doch gar nicht, darum mache ich das gar nicht erst recht. Und das ist so, so perfide und eigentlich so, also ich finde das manchmal verrückt. Also ich weiß gar nicht manchmal, was ich da antworten soll. Und meine einzige Antwort darauf lautet letztendlich, man muss einfach investieren. Und am Ende des Tages, da kann ich mit meinem Content, egal wie viel ich versuche, das Thema Aktien, Altersvorsorge, investieren, selber seine Finanzen in die Hand zu nehmen, egal wie krass ich das forciere, thematisiere, es wird halt immer genug Leute geben, die sich das alles selber relativieren und selber subjektiv erklären, dass es sich nicht lohnt und dann halt letztendlich finanziell gesehen, ich sage nicht oft im ganzen Leben, aber finanziell gesehen zumindest, auf einer gewissen Art und Weise auf der Strecke bleiben und dann ist das halt so. Und da habe ich leider Gottes, egal wie mein Content ist oder wie der Content von anderen Leuten ist, die das Thema Finanzen halt einfach weiter in die breite Masse reinbringen wollen, da kann ich halt auch nichts mehr machen, leider Gottes. Aber ich weiß halt so, es gibt dann 1, 2, 3, 4 Leute von diesen 100, die dann so ticken, die dann trotzdem irgendwie sich einen Schubs geben, Ruck geben, das tryen und dann ein paar Jahre später sich denken, hey geil, eigentlich funktioniert das. Warum habe ich das nicht schon früher so gemacht? Und die denken sich dann auch, ja, früher war ich eigentlich schon echt doof, so dass ich das nicht gemacht habe. Und das sind dann aber die wenigen Leute, die sich dann auch eingestehen können, so hey, ich habe da definitiv einen Denkfehler gemacht oder einen Fehler gemacht und daraus gelernt. Und das ist auch wieder so ein Skill, das habe ich gemerkt, viele Leute haben nicht den Skill oder den Skill oder das Skillset, sich Fehler einzugestehen und zu sagen, ja okay, ich habe hier einen Fehler gemacht, ich mache den aber nicht nochmal, weiter geht's, ja. Also so diese Abwischen und weiter geht's Mentalität, die haben sehr wenige Leute tatsächlich. Und das finde ich sehr schade, weil das ist, glaube ich, so ein Skill oder so ein Mindset, dass dich, egal ob du angestellt, selbstständig, unternehmerisch tätig oder eben einfach sonst in der Karriere voranschreitest, das ist, glaube ich, ein Skillset, dieses Abwischen und weiter geht's, das bringt dich enorm, enorm, enorm viel weiter in deinem Leben. Und das wünsche ich vielen Leuten. Also vielen Leuten, dass sie diesen Skill sich aneignen können über die Zeit. Aber es ist, glaube ich, auch nicht immer ganz so leicht, wie es sich jetzt hier anhört in einem Drive-By-Video. Aber ihr wisst Bescheid, Drive-Time-Talk, könnt ihr auch den letzten Drive-Time-Talk hier euch reingönnen. Würde ich euch auf jeden Fall empfehlen. Gönnt euch das auf jeden Fall rein und wir sehen uns im nächsten Video.